Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine, jedoch nur um die Musikanteile, gekürzte Version. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Diesmal habe ich zwei Fußgänger zu Gast, die an einem historischen Tag unterwegs waren. Wir sprechen über den 9. November 1989, der Tag, an dem die Mauer fiel. Und ich habe diese beiden Fußgänger mir ausgesucht, weil der eine ging von Ost nach West, der andere ging von West nach Ost. Der von Ost nach West ging, der heißt Tom Martin und den begrüße ich zunächst mal. Hallo Tom. Hey. Hallo, guten Abend. Ja, und der andere, der von West nach Ost ging, der heißt Oliver Simski, den begrüße ich natürlich auch. Hallo. Hallo. Ich will mit Tom Martin anfangen. Du warst damals 20 und du warst Pfleger in der Charité. Richtig, ja. Die Charité lag ja direkt am Grenzübergang. Du warst im Dienst. Ich war im Dienst, im Nachtdienst, wie immer, wenn was Bedeutendes passiert. Aha, das ist eine Lebensregel. Ja, ich war 20, aber hatte, als die Meldung kam und sich verdichteten die Informationen, das erste Mal in meinem Leben, dass ich fühle, jetzt wird Geschichte geschrieben. Und so. Du bist dabei? Ich bin dabei, also habe natürlich das Ende der Schicht erwartet. Die Patienten, ich war auf einer Intensivstation, die ansprechbar waren, konnte ihnen die frohe Botschaft bringen. Es war auch ein bisschen Unruhe, weil viele Kollegen gar nicht mehr gekommen sind, die also gleich in den Westen gegangen sind an dem Tag. Sofort schon? Ja. Aber wieso wussten die das denn? Ich meine, ihr habt doch Radio gehört. So stellt man sich ja auch die Charité vor, ja? Die Ärzte und die Pfleger sitzen alle da und hören Radio. Naja, Radio lief und das war ja zu diesen Zeiten eine extrem hohe Informationsdichte. Die 10 Jahre davor brauchtest du eigentlich keine Nachrichten hören, weil so eine bleierne Zeit war. Aber in der Zeit war ja laufend Veränderungen. Also ihr wart schon ein bisschen auf dem Sprung oder ihr wart besonders neugierig? Neugierig. Die SED hat wie ein Tier in der Ecke um die Macht gekämpft. Egon Krenz wollte die chinesische Lösung haben. Das war dir klar? Das hat er ganz offen gesagt im Fernsehen. Und jetzt im Nachhinein wirkt es ja mal alles so klar, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber zu der Zeit hätte es eben auch sein können, wir wären zusammengeschossen. Aha. Also war überhaupt noch nicht entschieden. Also ihr habt nicht gerade Nachrichten gehört, um auf eine frohe Botschaft zu warten, sondern es hätte auch eine nicht frohe Botschaft sein können, die ihr in den Nachrichten hört. Und dann wärt ihr in Alarmstimmung gewesen. Sehr. Und dann wäre es vielleicht so gekommen, dass ihr in der Charité viel zu tun gehabt hättet, wenn überhaupt geschossen noch, worden wäre. Ja. Dann hast du es also gehört und du hast gemerkt, dass einige von denen sofort weggelaufen sind. Die sind nicht erschienen zum Dienst, weil sie lieber in Westen wollten. Okay, wie viel Uhr? Na, so ein Dienst beginnt um 22 Uhr. Da war die Nachricht schon durch. Ja. Genau, da ploppte sie auf. Um 22 Uhr? Ploppte sie auf. Ich war damals in der Volkshochschule Neukölln zu einem Literaturkurs und habe da versucht, das Schreiben zu lernen und kleine Texte zu verfassen. Stieg in den Bus zurück und guckte aus dem Doppeldeckerfenster und da fuhren lauter Trabis rum. Und da dachte ich, was machen die ganzen Ostrentner hier? Wenn dann Trabi fuhr, dann waren das irgendwelche Rentner, die ja rüber durften. So ist das, Zeit. Und dann kam ich nach Hause in unsere WG und wurde empfangen mit, hast du schon gehört, die Mauer ist auf. Und da habe ich eine Tasche, meinen Rucksack in die Ecke gepfeffert, habe auf dem Absatz Kehrt gemacht und bin wieder zurück in die U-Bahn und zur Grenze gefahren. Habt ihr denn dieses berühmte Wort, ich glaube, das gilt auch sofort, habt ihr das gehört? SFB hatte das gebracht. Ja. Vor Dienstantritt hattest du das gehört, oder? Ja, das war noch vor Dienstantritt. Und du hattest es nicht gehört, Oliver? Ich habe das hinterher gehört. Du hast ja hinterher gehört. Aber es war ja noch sehr unsicher, bloß weil er es gesagt hat. Aber als dann der Dienst anfing und du merkst, dass einige sind gar nicht gekommen, da hattest du schon einen gewissen Verdacht, oder? Ja, und man darf auch nicht vergessen, Handy war ja noch nicht erfunden. Ich hatte immer einen Walkman, der einen Radioteil mit drin hatte. Und da konnte man sich dann relativ auf dem aktuellen Stand halten. Mhm. In der Nacht war ja dann schon klar, also nicht wie es weitergeht, aber dass die Grenzen momentan geöffnet sind. Meine Eltern sind beide aus Prenzlauer Berg rüber in Westen. Die sind in die Klinik gekommen und haben als Beweis Zigaretten und Coca-Cola und so mitgebracht, dass sie also wirklich im Westen waren. Ach, die kamen schon wieder zurück? Die waren natürlich auch völlig aufgelöst. Ja. Mhm. So, dann seid ihr also rüber, der eine in die eine Richtung, der andere in die andere Richtung. Und jetzt kommen die typischen zwei Fragen. Was hast du dir dabei gedacht? Was hast du denn dabei gefühlt? Oliver, was hast du dir dabei gedacht? Es hatte natürlich eine Vorgeschichte. Ich hatte Freunde in Ost-Berlin seit Jahren und war auf dem Laufenden, was die Entwicklung anging. Ja. Seit Sommer 89 spitzte sich die Lage immer mehr zu. Ungarn hatte die Grenze aufgemacht.
Ja. Im Sommer schon. Mhm. Da fuhren die DDR-Bürger in Massen nach Ungarn. Das habe ich verfolgt. Mhm. Dann kam so eine kleine Meldung im Tagesspiegel, hier im September eine Demonstration in Leipzig nach dem Gottesdienst in der Thomaskirche. Das war erst eine kleine Meldung am Rande. Mhm. Und am nächsten Montag, es waren berühmten Montagsdemonstrationen, waren es doppelt so viele Teilnehmer. Ja. Und dann kam die Riesendemonstration in Leipzig. Mhm. Wo das auf Messerschneide stand, wo nicht klar war, gibt es die chinesische Lösung oder wird es laufen gelassen? Und es wurde laufen gelassen und dann war eigentlich klar, das wird nicht mehr mit Gewalt niedergeschlagen. Da gab es aber auch massenhaft Verhaftungen noch in Leipzig. Hat es noch gegeben? Ja, ja. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, du hast dir also gedacht, es erfüllt sich das, was du schon ahntest. Nee, am 4. November, 5 Tage vorher, war diese riesige Demonstration auf dem Alexanderplatz. Mhm. Das habe ich natürlich verfolgt. Mit Reden von Oppositionellen, Christa Wolf. Michael Wolf hat da auch gesprochen. Also in der ganzen Aktion konntest du nicht glauben, wenn der Hennendienstchef und Gysi und so da sprechen. Da hatte man schon gemerkt, dass die versuchen, das abzufedern oder umzubiegen. Das ist richtig. Aber das hat man aus dem Westen vielleicht nicht so gesehen. Also ich hatte das Gefühl, da ist was im Gange. Aber an Maueröffnung habe ich im Traum nicht gedacht. Und als ich dann an jenem Abend umgedreht bin, wusste ich, ich muss jetzt zum Rohr. Ich muss das selber erleben. Okay. Auch das Gefühl, es ist ein historischer Moment, den sie nicht wagten zu erhoffen. Du hattest den noch nicht antizipiert, weil du hattest dir nicht sowas vorgestellt. Überhaupt nicht. Es wird eines Tages den Tag X geben und dann ist die Grenze auf und dann laufen wir alle zusammen. Das war eine komplette Überraschung. Für mich eine komplette Überraschung. Ja. Und ich weiß genau, wie ich aus der Wohnung stürzte. Und ich lachte irgendwie oder freute mich, war fassungslos. Und der erste Mann, der mir entgegenkommt, strahlt mich an. Ich denke, der hat das auch schon gehört. Und dann kommt er auf mich zu und dann hat er einen Button am Revers, Jesus liebt dich. Und dann sagt er, freust du dich auch so, weil du den Herrn gefunden hast? Okay. Und dann dachte ich, nee, lass mal. Und das war jetzt kein echter Ossi gewesen, den du da getroffen hattest. Und dann steige ich in die U-Bahn und es ist eine lähmende, ruhige Stimmung um 22 Uhr. Und das hat mir gleich einen Dämpfer verpasst. Wieso das denn? Es hat sich irgendwie noch nicht rumgesprochen. Ich hatte das Gefühl, ich bin der Einzige, der es überhaupt weiß. Aha. Und natürlich habe ich mich nicht in den U-Bahn-Waggon gestellt und habe rumgebrüllt, die Mauer ist auf. Ich hatte vorhin gefragt, was du dir gedacht hast und ich habe auch gefragt, wie du dich so gefühlt hast. Kannst du versuchen, dich zu erinnern, wie deine Stimmung war? Meine Stimmung war aufgeregt, euphorisch, fassungslos und glücklich. Und ich kam in der Sonnenallee an und da war Halligalli, da kamen die Autos rüber aus Ost-Berlin und die Leute klopften auf die Dächer von den Trabis und den Wartburgs. Und ich bin dann einfach in die Gegenrichtung gegangen, als Einziger. Gegen den Strom. Und hab geguckt, kommst du jetzt rüber ohne Grenzkontrolle? Und ich ging einfach rüber. Interessant war, dass ich an dieser Schlange von wartenden und stinkenden Trabis vorbei ging. Und nach 100 Metern kurbelten die ihr Fenster runter. Was ist denn los? Kommst du schon zurück? Da habe ich gesagt, die Mauer ist auf, die ist wirklich auf. Und die Leute haben das nicht geglaubt. Die sind aufgrund dieses Fernsehberichts von Schabowski auf Gratewohl an die Mauer gefahren und haben gedacht, wir probieren es mal. Aber sie haben es erst geglaubt, als sie wirklich drüben waren. Aha. Und Tommy, was bei dir? Was hast du gedacht und was hast du gefühlt? Ich war einerseits frustriert, weil ich arbeiten musste. Dann war bei mir eine riesengroße Freude, aber auch viel Sorge. War ein Ereignis, was man nicht einschätzen konnte. Wie sieht es in 3 Tagen aus? Hab meine damalige Freundin angerufen, die schon im Bett lag, weil sie wiederum Frühdienst hatte. Sie hatte ein Telefon von der Station. Ja. Mhm. Und hat auf dem Festnetz angerufen. Die sagte bloß Idiot und legte wieder auf, weil sie für einen blöden Witz gehalten hat. Ich wollte natürlich bloß schnell die Patienten übergeben und rüber. Mhm. Also du wolltest noch deine Pflicht tun. Ja, klar. Aber du konntest den Patienten schon die frohe Botschaft verkünden. Ja, ja. Und dann nach dem Nachtdienst bin ich ganz bewusst zu dem Grenzübergang. Der war wirklich 100 Meter weg. Ja, der war direkt an der Charité, ja. Ja, an der Charité, die haben immer Milchglasscheiben gemacht und das Milch wurde immer weggekratzt, dass man in den Westen gucken konnte, so auf den Hamburger Bahnhof. Ich bin 69 geboren und die Mauer war einfach existent. Sie war schon da. Sie hat genervt und so, aber hast jetzt nicht wirklich überlegt, ja, welche politische Konstellation müsste entstehen, dass sie die Mauer aufmachen. Okay, okay, okay. Du bist dann rausgegangen. War die Straße voller Leute? Da war relativ viel los. Also ja. Am Tag davor war ja gar nichts los, weil es ein Grenzübergang war. Mhm. Aber da waren schon viele, die rübergegangen sind und waren auch zum Teil schon angesoffen, die Leute. Also ich habe ganz bewusst meine Kopfhörer abgenommen und habe darüber nachgedacht, wenn ich vor dem Dienst über diese Linie gegangen wäre, hätten sie mich erschossen.
Und jetzt, die haben so gelangweilt an ihrem Auto gelehnt, standen die Grenzer. Die konnten ja das auch nicht zuräumen, hatten sich ja auch Sorge, ob sie dann später Ärger kriegen oder so. Ja, aber bin dann wirklich tief durchatmend drüber, hab mich riesig gefreut. Man hatte ja kaum Kenntnis, wie die Stadt aufgebaut ist. Denn schon der Besitz eines Stadtplans konnte ja mit Zuchthaus bestraft werden. Schön. Wegen Planung einer Republikflucht. Ja. Und ich hatte zwar einen Stadtplan, aber habe nie auswendig gelernt. Weil wenn du nie hingehen kannst, interessiert es nicht so. Deswegen habe ich gedacht, jetzt bloß schnell in die City. Und hatte dann per Anhalter einen Musiker der Deutschen Oper, der irgendwie vom Besäufnis kam und hatte das auch mitgekriegt. Der hat mich dann in sein Auto reingenommen und fragte gleich, wo willst du denn hin? Und ich habe dann gesagt, Kudamm, das war mir natürlich ein Begriff. Und der, ja, was Kudamm, welche Höhe willst du denn? Und ich habe gesagt, gleich vorne. Weil ich ja nicht wusste, wovon der Mann redet. Ne? Und der fragte dann, oh Mensch, hast du gesehen, die Grenze ist offen. Und ob ich schon Ostler gesehen habe und so. Ich sage, ja, fast täglich. So, weil ich ja aus dem Osten kam, er hat es aber eben nicht gemerkt. Ja. Und dann bin ich ausgestiegen, Hallensee, da wo die Cadillacs im Denkmal sind. War da auch was los? Nee. Abseits vom Schauplatz. Die Geschäfte hatten ja noch zu. Mhm. Und du hast so gesehen, dass sie sich aufs Öffnen vorbereiten. Und ab und zu ist ein Auto vorbeigetuckert. Kudamm klingt ja viel verheißungsvoller. Aber Kudamm um 7:30 ist ja so tote Hose. Du hast gesagt, du hättest diese Linie überschritten. War das wirklich so ein bewusster Akt? Gab es da eine Linie? Da gab es zusätzlich eine Linie. Die eigentlichen Grenzsicherungsanlagen waren natürlich massiver. Ja. So mit Pollern und so, wie jetzt auf dem Weihnachtsmarkt. Aber an sich war da schon eine Linie, die vermutlich auch völkerrechtlich oder staatsrechtlich... Die musste sein. Die musste vermutlich gezeichnet sein. Hier ist die eigentliche Grenze. Also diese Linie gab es? Ja. Also wie beim Sportplatz? Ja. Und die hast du überschritten in einem Akt der bewussten Grenzüberschreitung? Als Genuss. So, als Genuss. Hast vorher angehalten, die Luft geholt, so jetzt setze ich den Fuß rüber in den Westen. Also es war eine bewusste Handlung. Ja, aber eben auch eine, die du ja vorher nicht 100-mal durchgespielt hast. Ja, sondern okay. Das ist uns ja mehr oder weniger an den Schoß gefallen auf einmal. Du hattest kein Ziel im Westen? Nee. Plus gucken, die Sachen aufnehmen. Und sich überzeugen, dass die Grenze wirklich auf ist. Ja, sozusagen anfassen und riechen, das ist jetzt Westen. Also das erste Geschäft, wo ich drin war, war Ferrari. Die waren damals noch auf dem Kudamm. Da warst du drin. Nicht in Kaufabsicht, aber... Nicht in Kaufabsicht, ja. Aber zum Gucken. Ja, es ist erstaunlich. Diese Autogeschäfte gab es schon in den 30er Jahren. Hm. Heute sind ja die Autohäuser immer außerhalb der Stadt. Aber es gab tatsächlich am Kurfürstendamm Autohäuser und unter den Linden. Ich kann jetzt die Lücke füllen, weil Tom hat seinen Dienst brav zu Ende geführt. Die Nacht an sich hast du verpasst. Ja. Und ich habe die Nacht erlebt, ich bin Sonnenallee rüber. Aha. Wie viel Uhr? Das war um 11. Um 11. 11 Uhr abends, am 9. Durch ein menschenleeres Ost-Berlin. Das war völlig menschenleer. Da bin ich in der S-Bahn gefahren mit irgendeinem amerikanischen Touristenpaar. Alleine im Waggon. Durch ganz Ost-Berlin am leeren Alex vorbei zur Bornholmer Straße. Du bist ja Chausseestraße rüber, Tom. Mhm. Und bin dann Bornholmer Straße mit einem Haufen von Bewohnern des Prenzlauer Berges, die alle irgendwelche Rotkäppchenflaschen oder Weinflaschen geköpft haben zur Feier des Tages dann rüber. Und da standen die West-Berliner und haben uns begrüßt als die Leute, die aus im Osten kam. Du hast dich unter die Ossis gemischt und als wärst du einer der Ossis. Richtig, richtig. Mir wurde auf die Schulter geklopft und dann bin ich mit den ganzen Ostlern in den nächsten Doppeldecker gestiegen. Die Doppeldecker fuhren zum Kudamm durch total gestaute Straßen. Es war dann fast Mitternacht. Mhm. Und in dem Doppeldecker saßen nur Leute aus Ost-Berlin. Ja. Und die erste Bemerkung war, als wir durch ein Wedding fuhren, hier sieht's ja aus wie bei uns. Was? Da sind ja dieselben Häuser, dieselben Mietskasernen. Hier sieht's ja aus wie bei uns. Nein, ist doch alles so schön bunt hier. Der Westen leuchtet. Nein. Nee, da war nichts. Nee, das war Enttäuschung. Und weil der Bus so voll besetzt war, beschlugen von innen die Fenster. Ja. Und wir fuhren mindestens 1,5 Stunden durch Wedding und Charlottenburg zum Kudamm. Und es wurde kaum ein Wort geredet. Es war so eine Art von Schockstarre. Und am Kudamm war die Hölle los. Da seid ihr ausgestiegen. Da sind wir ausgestiegen. Da waren Trauben von Menschen, gestaute Autos, Jubel, Euphorie. Ja, toll. Du bist ausgestiegen an der Gedächtniskirche. Ich bin ausgestiegen an der Gedächtniskirche. Und auf der Kreuzung Joachimsthaler, Townsend oder Kudamm braust durch so eine Gasse ein dunkles Jaguar-Coupé, Westberliner Kennzeichen, und wird umringt von Bewunderern in der Mehrzahl Ostberliner, dem Augenschein nach. Und es öffnen sich diese Türen
von oben in dem Jaguar. Wow, das muss ein totales Schauspiel gewesen sein. Das war ein Schauspiel. Und zwei junge Männer mit weißen Oberhemden erscheinen und der eine schwenkt eine Deutschlandfahne und der andere ruft Deutschland, Deutschland. Und erstmal war Stille und dann fingen die Leute an einzustimmen. Mhm. Und das war eine seltsame Situation. Da hat sich der Westen von seiner besonderen Seite gezeigt, nämlich von der Seite der reichen Autobesitzer, die mit Luxuskarossen den Kudamm hoch und runter fahren, ja, wie man sich den Westen so vorstellt. Richtig, da prallten zwei Welten aufeinander und als ich dann irgendwann nach Hause ging, war es 3 Uhr nachts und da pilgerten über den Kudamm Schwaden von Menschen und es war wie eine Prozession. Ostberliner, die zum ersten Mal auf dem Kudamm sind und das genießen. Mhm. Das hatte sich dann, als du dann rüberkamst, 5 Stunden später wahrscheinlich alles wieder verlaufen, nehme ich jetzt mal an. Die Leute haben mir gesagt, dass es momentan voller ist als sonst, aber es war jetzt nicht mehr so ein Chaos. Beim damaligen Wertheim war unten WOM drin, World of Music. Und ich war ein leidenschaftlicher Platten- und CD-Sammler, was in Ostberlin sehr hartes Brot war. Und bin dann rein, also das hat mir wirklich den Atem genommen, World of Music zu sehen. Und war dann in einer speziellen Abteilung, die mich interessiert hat und hatte dann ein paar Fragen. Und da fragte mich dann irgendwann die Verkäuferin, ob ich der aus dem Osten bin, der immer anruft. Weil ich mir da öfter Sachen bestellt habe, die dann irgendein Rentner abholen musste. Aber die hatten echt anhand meiner Nachfragen, sag mal, bist du der aus dem Osten? Ja. Ist ja verrückt, ja. Ja, war niedlich. Mhm. 1 oder 2 Tage später, als die Leute auf der Mauer standen, und das Brandenburger Tor noch abgesperrt war von den Grepos, also von den DDR-Grenzern, die sich dann aber zurückgezogen haben und die Leute von der Mauer runtergeklettert sind und ich auch. Das war gar nicht so einfach, da runterzuspringen. Ja, man kennt ja die Bilder, die waren da alle so früh. Ja, genau. Da kamen dann auch Schulklassen, die da oben dann ein Happening machten. Ost und West mischten sich da ganz bunt und fröhlich und auf der anderen Seite zum Osten hin runterzuklettern war wirklich nicht einfach. Da brauchte man Räuberleiter und Hilfestellung, weil es waren mindestens 3,50 irgendwie. Da haben wir auch viele Patienten gekriegt, die da unter Alkoholeinfluss darunter gestürzt sind und dann in die Charité kamen. Das war am Tag drauf. Die ganzen Tage danach. Da hattet ihr ganz viele Maueropfer. Ja. Maueropfer der neuen Art. Ja, stimmt. Ja. Ich glaube, es war die nächste Nacht. Ich glaube, es war die Nacht des 10. auf den 11., wo ich durchs Brandenburger Tor gelaufen bin, war ich wirklich ergriffen, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich das jemals erleben werde, dass ich durch das Tor gehen kann. Das war für mich ein ganz besonderer Moment. Und hast du deinen historischen Moment gehabt und hast du das historische Moment erlebt? Das habe ich so erlebt. Also das, was du, als du am 9. losgefahren bist, schon gespürt hast, das hast du dann theatralisch geradezu nachvollzogen, wenig später. Das habe ich nachvollzogen, einen Tag später. Und ich muss aber sagen, diese Tage waren so prallvoll mit Bewegung, mit Gästen, die sich plötzlich anmeldeten, weil die das alle auch erleben wollten. Das war zu viel. Und so richtig klar, was da passiert war, wurde einem erst nach ein paar Tagen und Wochen. Ja, kann ich bestätigen. Ja, ja. Also ich war ja in Hamburg. Damals war ich ja nicht in Berlin, obwohl ich ja auch einen Koffer in Berlin habe. Ich war damals in Hamburg und habe vor dem Fernseher gesessen und geweint. Nach Hamburg kam die Invasion aus dem Osten zeitversetzt. Die kamen sofort alle auf die Reeperbahn. Und da war jetzt so viel los wie auf dem Kudamm. Und es gab eine Szene, ein Bild, das ich immer noch vor Augen habe. Da steht ein falsch geparkter Trabi am Jungfernsteg, also da, wo man wirklich nicht parken darf, steht da im Halteverbot. Und statt einem Strafzettel ist unter dem Scheibenwischer eine Tafel Milka-Schokolade. Und da habe ich gedacht, das hätte ich fotografieren müssen. Das war das Bild des Tages oder das Bild dieser beiden Tage. Das war die Begrüßung. Und die habt ihr wahrscheinlich auch gespürt, oder? Also ich habe fast nur positive Erlebnisse gehabt. Gleich am Anfang in dem Ferrari-Laden bin ich reingegangen und habe mir gesagt, ich würde mir die gerne mal angucken, aber ohne einzukaufen. Da lachte er dann, sagt er, weil 99% der Leute, die hier reinkommen, kaufen keinen. Ja, hat mir dann ein paar Sachen gezeigt und so. Und er guckte immer auffällig raus aus dem Schaufenster zum Kudamm und erzählte dann, er wartet halt, dass ein Trabi vorbeikommt und ob ich schon mal an so einem gesessen hätte. Und ich habe gesagt, ja, sehr häufig, weil ich bin auch aus dem Osten. Und er war total offen, total begeistert, hat mir dann einen Espresso gemacht. Der hatte eine Espresso-Maschine, sowas hatte ich auch noch nicht gesehen. Also vom technischen Standard her war das kurz über dem Space Shuttle. Und als ich dann gehen wollte, wollte er mir unbedingt Geld mitgeben, weil wir ja kein Geld haben. Und mir war das unangenehm, wollte ich nicht. Und dann sagt er, naja, aber jetzt Kudamm runtergehen ohne Geld, so, das geht doch nicht.
und hat mir dann Geld gegeben. Ich habe gesagt, die können das ja nicht ewig getrennt halten. Sag ich, wenn ich das Geld habe, bringe ich es ihnen zurück. Und der konnte sich nach einem Jahr dann überhaupt nicht mehr daran erinnern. Erst, wer ich bin, dachte, ah, das finde ich ja klasse, dass sie mir das zurückgeben. So. Ach, und das hast du wirklich zurückgegeben? Ja, ja, bin dann, als wir normal hatten, hingegangen und habe es ihm wiedergegeben. Ja. Ein Jahr später. Ungefähr, ja. Ungefähr ein Jahr später. Nun ja, aber das Erstaunliche war ja, dass dieser Ferrari-Verkäufer sich für die Trabis interessierte. Na gut, der hat eine Affinität zu Autos und im weitesten Sinne war ja ein Trabant auch ein Auto. Also, wenn auch sehr abgespeckte Version. Aha. Und soll auch von der Pannenhäufigkeit her nicht schlechter gewesen sein als ein Ferrari, der laufend irgendeine Macke haben. Der ja oft Pannen hat, so. Aha. Also dein erstes Geschäft war World of Music und dann der Ferrari-Laden. Ja. Naja. Nochmal zu der Stimmung in diesen Tagen. Die war euphorisch, freudig. Da mischte sich dann aber auch Verwirrung, fand ich damals schon hinein. Und auch in West-Berlin Meckerei hörte ich schon am nächsten Tag. Am nächsten Tag schon. Am nächsten Tag hörte ich schon Stimmen, da ging schon los. Mensch, was machen wir denn, wenn die alle hier bleiben wollen? Die stinken alle so, also die Autos. Ja, ja, und wir kaufen die Bananen weg, war häufig ein Vorwurf. Ja. Mit den Bananen, das kam ein bisschen später, das fand ich damals schon unangenehm. Am Alex oder auch am Kudamm, die offenen LKWs mit Bananen, wo die Verkäufer Bananen entweder verteilten oder billig verkauften. Das haben die wirklich gemacht. Oder Tafeln Schokolade, Kaffee. Viele findige Händler und Leute, die dann auch damit ihre Geschäfte machen im Westen. Okay, jetzt lassen wir aber erstmal einen Moment lang glücklich sein als ungebrochene Stimmung. Das war wahrscheinlich am ersten Abend so, in der ersten Nacht vom 9. auf den 10. Da gab es auch noch kein Begrüßungsgeld. Nur solche improvisierten Gesten, Kleinigkeiten. Und man hat sich auf die Schulter geklopft. Und beim Trinken musste man sich noch mit dem Rotkäppchen-Sekt behelfen. Wann meinst du, hat diese Stimmung umgeschlagen? Oder wann wurde sie gemischt? 48 Stunden später. Wie gesagt, ich war 20, habe viel in dem damals sehr guten Ostberliner Nachtleben Zeit verbracht. Ja. Und da gab es ganz viele Ostberliner Mädchen, junge Frauen, die von Westberlinern Beziehungen hatten oder Kinder hatten, die dann am Wochenende immer rübergekommen sind und erzählt haben, was sie für erfolgreiche Manager sind und ihnen auf dicke Hose macht. Mit dem Umtauschkurs ging das ja. Und dann sind aber die jungen Frauen mit dem Kind, also bei einem so einem Fall war ich selber bei, nach Spandau in so eine Wohnsiedlung. Und der Herr war aber nicht der Riesenmanager, sondern war ein Türke, der bei der Müllabfuhr gearbeitet hat. Also auch finanziell natürlich erfolgreich, die verdienen ja gut. Aber er hatte halt eine Familie mit vielen Kindern. Und da kamen wir ein bisschen blöd jetzt. Das hatte sie sich etwas anders vorgestellt, weil sie ein etwas anderes Bild hatte von diesem Mann. Er hat ein ganz anderes Bild gezeichnet. Davon gab es wohl diverse, die so getan haben, als wenn sie hier der große Macher sind. Aber die das Gefälle ausgenutzt haben. Ja. Die davon profitieren konnten, dass die Frauen ein idealisiertes Bild hatten von dem Märchenprinzen im Westen. Und sie konnten den Frauen ja auch aufgrund des Wechselkurses wirklich was bieten. Also Und das konntest du spüren in dem Nachtleben von Berlin, von Ost-Berlin. Na, weil man so eine Szene relativ häufig gehört hat, ja. Aha. So. Du kannst auch selber solche Frauen. Ja. Ost- und West-Berlin waren 29 Jahre geteilt. 28 Jahre stand die Mauer. Von heute ist es jetzt 35 Jahre her, dass die Mauer geöffnet wurde. Über den Tag unterhalten wir uns jetzt mit einem Abstand von 35 Jahren. Ja. Und dem gegenüber stand 28 Jahre Trennung der Stadt, des Landes ein bisschen länger. Es haben sich da zwei völlig verschiedene Gesellschaften gebildet. Und in dem Moment, als die Mauer aufging, war die Freude groß, weil sich keiner das hatte vorstellen können. Und dann, als man sich denn kennengelernt hat, hat man festgestellt, die sind ja ganz anders, als wir von ihnen gedacht haben. Das bezieht sich jetzt auch auf einige der Freunde, die ich hatte, als die Mauer noch stand und die im Osten besucht habe. Als die dann rüber konnten, habe ich die in völlig anderem Licht gesehen und die mich, glaube ich, auch. Aha. Das heißt, es hat alte Freundschaften nicht mehr gegeben und neue gegeben. Es hat auch Leute gegeben, die vom Osten in den Westen gekommen sind, angefangen haben zu trinken und mit der Freiheit und mit den Möglichkeiten nicht klar gekommen sind. Und dann darf man nicht vergessen, dass im Osten kurz nach der Wende riesige wirtschaftliche, ökonomische, gesellschaftliche Umwälzungen vonstatten gingen und Leute massenhaft auch ihre Arbeit verloren haben. Es gab ein materielles Ungleichgewicht. Da fuhren Leute aus dem Westen rüber, die auf dicke Hose gemacht haben im Osten. Es war manchmal vielleicht sogar so etwas wie ein Ausbeutungsverhältnis, dass der Westen rüberkam in den Osten.
Er wurde jetzt wirtschaftlich ausgebeutet und die Frauen wurden auch noch betrogen. Ja, gar nicht mal mit Betrug. Also eine Freundin oder eine Bekannte hatte Geburtstag und wir hatten alle, was man so schenkt, 18. Geburtstag, Blumen oder ein Parfum oder ein Buch und so. Ja, und der Macker aus West-Berlin legt hier die Schlüssel hin für einen nagelneuen Wartburg, was in der DDR ein teures Auto war. Sah natürlich mit dem Blumenstrauß ein bisschen blöd aus irgendwie. Und sie hat auch den Führerschein, der Vater musste dann kommen, das Auto wegholen. Mhm. Diese Gefälle, da ist für viele Selbstbewusstsein weggebrochen. Auf jeden Fall, ja. Weil sie hatten von den ganzen Stasi-Leuten und so mal abgesehen, aber du konntest in so vielen Bereichen ein guter Fachmann gewesen sein, was von heute auf morgen einfach nicht mehr gebraucht wurde. Da hatte ich jetzt Glück, als Krankenpfleger. Wurdest du so gebraucht? Ja, man wurde nicht nur beruflich nicht gebraucht, sondern man wurde auch in der Liebe nicht mehr gebraucht. Mhm. Worauf ich noch hinaus wollte. Ja. Es gab nicht nur ein materielles Ungleichgewicht, es gab auch ein Ungleichgewicht des Interesses aneinander. Im Osten waren die sehr nach dem Westen orientiert, hörten Westradio, hofften auf den Westen, wollten rüber, wollten reisen, während im Westen mit Ausnahmen wenig Interesse am Osten bestand. Mhm. Darüber denke ich heute noch nach, dass das in den 28 Jahren so schnell auseinandergegangen ist und die Leute im Westen so schnell das Interesse verloren haben, allen Sonntagsreden zum Trotz. Du meinst, es war schon schnell zu Ende? Vorher schon. Ich kann das aus meinen ersten Studienjahren auch sagen, wo ich als einer der wenigen Verbindungen nach Ost-Berlin hatte und auch regelmäßig rübergefahren bin, dass an der Uni unter anderen Studenten und Kommilitonen aus Westdeutschland ganz geringes Interesse war. Die interessierten sich für Nicaragua, für Südafrika, für Kapitalismuskritik. Die besuchten Marx-Seminare. DDR war exotisch, war ganz weit weg, obwohl sie teilweise an der Mauer wohnten. Oder nur zum Durchfahren. Also ich hatte Kollegen in West-Berlin, die waren noch 10 Jahre nach dem Mauerfall stolz darauf, noch nie in Ost-Berlin gewesen zu sein. Weder in irgendeinem Museum oder mal im Umland oder so. Mhm. Die hatten dann irgendwie bei Hannover ihr Wochenendgrundstück und sind 10 Jahre nach der Wende immer noch dahin durchgefahren, ohne sich immer den Osten anzugucken. Fand ich völlig unverständlich. Ich hatte den Eindruck, dass es den westlichen Linken irgendwie peinlich war, wie der Sozialismus ausgesehen hat als real existierender Sozialismus und dass sie das nicht wirklich wahrhaben wollten und deswegen die DDR lieber als terra incognita und als weißen Fleck in der Landschaft betrachten wollten, als sich das mal genauer anzugucken. Absolut. Findest du auch, Tom? Ja, total. Hattest du das Gefühl, dass der Westen den Osten ignoriert? Wir haben, was ich auch häufig formuliert habe, den Eindruck, dass der Westen gar nicht weiß oder begriffen hat, welche Müllhalde er sich hier gerade zugelegt hat. Denn wir waren ja wirtschaftlich, Umweltverschmutzung, Infrastruktur und so, waren wir mehr oder weniger ein drittes Weltland, was nur durch die Transferleistung noch zusammengehalten wurde. Du hattest ja damals auch an der Charité und an der Humboldt häufig so Besuchergruppen aus dem Westen. Also eher Linke, fand ich immer faszinierend, die dir dann am ersten Abend im Studentenkeller irgendwie das Leben im Osten erklären wollten. Mhm. Wo ich gesagt habe, nee. Also die kamen selbst wohlmeinend so von oben herab, dass wenn du mit Anfang 20 das erste Mal in Ost-Berlin bist, hast dann die Museumsinsel gesehen, warst auf dem Fernsehturm und damit waren die profunden Zonenkenner, wo du gesagt hast, nee, du musst mir das nicht erklären. Mhm. Wir können gerne mal für 4 Wochen tauschen. Ich lebe in Bonn, du lebst hier. Dann gucken wir mal. Wenn sie überhaupt rüberfuhren. Ich glaube nämlich, dass das Wort peinlich das nicht trifft. Ich glaube, es war ein ganz großes Desinteresse. Und das Thema DDR, Sowjetunion, Ostblock, Menschenrechtsverletzungen, Mauer, Tote, die es ja nach wie vor gab, dass mal jemand an der Mauer erschossen wurde, war ein rechtes Thema. Das sind so gewisse Parallelen zu heute. Das waren Themen der Springerpresse, das waren Themen von ewig Gestrigen, von Reaktionären. Und damit wollten diese Leute sich überhaupt nicht beschäftigen. Das war das Problem. Das fand ich damals schon krass, dass Leute in West-Berlin, die kamen ja meistens aus Westdeutschland, in West-Berlin jahrelang lebten, ohne dass sie mal in Osten gegangen sind, ohne sich für ihr Umland und die Verhältnisse, unter denen sie leben, zu interessieren. Der Wirkmechanismus ist mir bis heute nicht klar, dass die DDR verklären, wie schön das war. Natürlich warst du Anfang 20, hast dich verliebt und so, das ist ja unabhängig von der Gesellschaftsform. Aber wenn du dann sagst, naja, wir hatten aber auch Chris Geffroy, der ist noch 89 abgeknallt worden an der Grenze. Das blenden sie alle aus und reden von irgendeiner Verbundenheit oder dass alles so gleich war und so. Sicher, an dem momentanen Deutschland habe ich extrem viel zu kritisieren.
Ist nicht alles Gold, was glänzt, aber glänzt wenigstens noch ein bisschen. Das war in der DDR eben nicht. Da hattest du auch schon viel zu kritisieren. In der DDR? Ja. Ja, den ganzen Entschuldige Tag. Die Frage, aber es war so, dass du praktisch schon auf dem Sprung warst. Du hättest weg wollen, wenn es nicht zu gefährlich gewesen wäre. Ich habe es damals so empfunden und würde ich auch heute noch sagen, diese Einschränkung in der Meinungsfreiheit und dieses Bedrängen, dass du dich nicht offen äußern kannst, ist ein Déjà-vu, das kriegen wir jetzt gerade wieder. Das hat mich maßlos gestört, aber ich hatte halt eine intakte Familie in Ostberlin und die ganzen Umstände waren jetzt noch nicht so schlimm, dass ich eventuell auf eine Mine trete oder mich erschießen lasse beim Fluchtversuch. Ja. Mit einem regulären Ausreisen hatte ich versucht, das ging eben nicht, konnte keinen Ausreiseantrag stellen. Versucht hattest du es aber? Ja, versucht hatte ich es. Die Begründung war, weil ich noch nicht bei der Armee war, darf ich den Antrag nicht stellen. Ich habe also mein Schärflein noch nicht beigetragen. Und wiederum, wenn ich bei der Armee gewesen wäre, wäre ich ja Geheimnisträger, dann kann ich auch keinen stellen. Also, ah ja, gut. Theoretisch hätte ich ihn einstellen können. Mhm. Naja. Hast du davon geträumt, in den Westen zu gehen? Ja, klar. Ja. Viel, ja. Und wir hatten auch familiär sehr viel Verwandtschaft hier, also hier in Westberlin. Also ich hatte auf meinem Fernseher die DDR-Sender nicht mal eingespeichert. Also du hast nur Westen geguckt. Du hast RIAS oder SFB gehört und was ja häufig belächelt wird, ein Bossanzug oder der aus Dresden, aus Plastik, das ist einfach ein Unterschied. Und bei den Autos auch und so. Das wird jetzt so einfach hingenommen. Aber es war schon sehr beschwerlich, sich ein vernünftiges Leben zu erhalten. Erst recht, wenn man Kinder hatte, hast du ja wesentlich weniger Möglichkeiten und bist besser erpressbar. Bei mir ging es eben noch, weil ich ein junger Single war, ohne eigene Kinder. Aber die, die sich um die Ernährung der Kinder kümmern mussten, welchen beruflichen Weg du die schickst und so, da waren jetzt schon ganz trübe Aussichten. Also ich habe die Zone wirklich gehasst. Und du wolltest nicht bloß nach West-Berlin auf dem Kudamm, du wolltest sogar nach New York. Das stimmt, aber nicht zum Leben. Konnte ich mir auch gar nicht vorstellen. Mhm. Das war einfach so ein Kindheitstraum, wie du New York von Plattencovern her kennst und aus Serien und so. Ist mir schon klar, dass das alles verfälscht ist. Aber am meisten hat mich gestört, dass es mir verbieten. Mich hat genervt, dass irgendein Achtklässler aus Sachsen mit einer Waffe dasteht und sagt, du darfst da nicht hin. New York ist ja recht teuer, aber als ich dann später das Geld hatte und das erste Mal da war, war es wirklich ein erhebender Moment, den Fuß auf New Yorker Boden zu setzen. Und wirklich die Leute kennenzulernen, mit denen zu reden, mit den ganz normalen Bürgern. Ich halte die USA nach wie vor für ein fantastisches Land, was total grausam falsch regiert wird. Aber so gesehen sind wir eng verbunden. Aber ich finde die Kultur und die Amis nach wie vor sehr interessant. Und was ich in den Urlauben kennengelernt habe, auch viel belesener und intelligenter, als sie hier gern dargestellt werden. Und als du deinen Fuß in New York auf den Boden gesetzt hast, hast du dich daran erinnert, wie du einst deinen Fuß über die weiße Linie von Ost nach West gesetzt hast? Ja, ja, klar, das war das zweite Mal. Das war eine Wiederholung. Das war ein historischer Mittelfinger nochmal gegen die Zone, dass ich jetzt dahin fahren kann. Zweimal ein kleiner Schritt für den Menschen, ein großer Schritt für den Menschen. Ja, so, ja. Ja, einmal über die weiße Linie und einmal auf den Boden von New York. Ich möchte nochmal den Bogen schlagen, das ungleich verteilte Interesse. Ja. Die Linke damals, ich sag mal die orthodoxe Linke, es gab verschiedene Arten von Linken. Ich bin auch auf linken Demonstrationen damals mitgelaufen. Was? Ja, schon. Die orthodoxe Linke, das heißt die Leute, die mit der SED Kumpanei betrieben haben, die unkritisch gegenüber dem realen Sozialismus waren. Überspitzt gesagt haben wir die im Moment an der Regierung. Also Bundeskanzler Scholz hat damals als JUSO-Vorsitzender die DDR besucht und hat gemeinsame Erklärungen mit der SED oder mit der FDJ-Führung vom Stapel gelassen. Bundespräsident Steinmeier hat im Paul-Rugenstein-Verlag, der von der DDR finanziert wurde, von der Stasi, geschrieben. Und wir haben Leute an der Regierung, die der DDR-Führung gegenüber total unkritisch gegenüberstanden und diesen ganzen Prozess der politischen Wende und der Aufarbeitung von 40 Jahren kommunistischer Diktatur überhaupt nicht geleistet haben. Jetzt bist du schon ganz weit in der Gegenwart angekommen. Du hast mir aber erzählt, du hättest diese Stimmen, die hättest du auch schon damals ziemlich schnell gehört, ziemlich schnell schon nach dem 9. November, hast du diese linken Stimmen gehört, die unglücklich waren mit dieser Art von Wiedervereinigung. Es gab wenige Wochen nach der Maueröffnung die erste Großdemonstration gegen die Wiedervereinigung, die damals noch gar nicht vollzogen war, so richtig, ja. Auch noch nicht richtig diskutiert wurde, aber schon voraus befürchtet wurde. Ich bin dahin gefahren, habe mir das angeschaut und das war insofern interessant, als da zum ersten Mal Gruppen aus Ost und West zusammentrafen.
Das war witzig und das war interessant und bunt, bis dann bei der Abschlusskundgebung eine Frau aus dem Westen gegen den Kapitalismus und gegen die Ausbeutung und gegen ein großdeutsches Viertes Reich gewettert hat. Und ich bin völlig ernüchtert wieder abgehauen. Kein kritisches Wort über die SED, kein kritisches Wort über den Zusammenbruch dieses Systems. Ja, wie kannst du dir diese Rücksichtnahme erklären? Ich erkläre mir das dadurch, dass diese Leute, die sich nicht wirklich für das Leben in der DDR interessiert haben, nur zufrieden waren, dass dort der Sozialismus verwirklicht wird. Die wollten Details nicht wissen. Deswegen auch diese Ignoranz. Ich glaube, es war beides. Es gab einerseits eine gewisse politische Zurückhaltung, eine gewisse politische Enttäuschung auf Seiten der Linken im Westen. Aber es gab auch in der Bevölkerung Vorbehalte. Es gab nicht nur die reine Freude, dass die jetzt zu uns kommen, sondern es gab auch, und ich weiß nicht, ab wann es spürbar war, das will ich jetzt nachfragen, es gab auch schon eine Art, nicht Gegnerschaft, aber doch eine Art Zurückhaltung gegenüber den Osten, oder? Natürlich Ängste. Die Straßen waren voll. Ängste. Die Supermärkte, kann ich mich erinnern, quollen über. Es war auch so, dass nicht nur aus der DDR Leute kamen. Ich habe ja in dem Bereich gearbeitet und mit Aussiedlern. Ja. Es kamen auch Hunderttausende von Spätaussiedlern aus Polen. Die waren erstmal willkommen. Und dann wurden es immer mehr. Weil Polen hat ja die Wende ein Jahr vorher eingeleitet als DDR. In Polen ging die Wende schon 1988 los, als die Solidarność an der Regierung beteiligt wurde. Das heißt, Polen hat in gewisser Weise Vorarbeit geleistet für die Wende in der DDR. Da kamen diese Schlesier und dann ging die Mauer auf. Und plötzlich gab es eine riesen Konkurrenz zwischen den Aussiedlern aus Polen und den Übersiedlern aus der DDR. Das noch, aha. Und wie war das bei dir, Tom? Hattest du auch manchmal das Gefühl, dass du nicht willkommen warst? Na, relativ schnell nach der Wende, also nach einem guten Jahr, habe ich in Westberlin angefangen zu arbeiten. Und du wurdest so ein bisschen als Exot immer noch betrachtet. Solltest eigentlich ein bisschen devot sein. Dankbar. Dankbar, weil du kriegst ja jetzt Westgeld, als wenn gerade der Kollege, mit dem ich spreche, mir das ermöglicht hätte. Wie gesagt, ich kam aus der Charité in ein Krankenhaus in Neukölln. Und die hat mir dann gezeigt, guck mal, wenn du hier drehst, kommt Wasser raus. Und wenn du den Knopf drückst, geht Licht an. Wo ich gesagt habe, wir sind eigentlich schon weiter. Wir hatten in der Charité in Ost-Berlin, war natürlich kein normales Krankenhaus, war schon der Peak vom ganzen Ostblock. Wir hatten modernere Beatmungsgeräte von Siemens, bessere Überwachungsmonitore. Und ich habe ihnen dann gesagt, nee, die haben wir schon abgegeben in die Veterinärmedizin zur Forschung. Wir haben jetzt die und die Monitore, dass meine damalige Abteilungsleitung gesagt hat, ich kann mir das nicht vorstellen, was du hier erzählst. Und dann habe ich die wirklich ins Auto gepackt und wir sind einen Nachmittag in die Charité gefahren. Und die hatte Tränen in den Augen. Sagte, wie viele Leute laufen denn hier auch rum? Weil im Osten musste sich auch nicht rentieren, deswegen hatten wir ganz gut Personal. Die Dialysegeräte und so, die waren wie auf dem neuesten Stand. Und das CT, sagt sie, das kennt sie nicht mal aus Broschüren. Wir waren da halt wirklich weit. Und da will ich nicht das Gesundheitswesen der DDR in Schutz nehmen, weil es halt nur ein Krankenhaus, also gut, das Regierungskrankenhaus noch, aber eigentlich gab es in der gesamten Zone nur ein Krankenhaus, was so ausgestattet war. Und alle anderen waren wesentlich schlimmer als die in West-Berlin. Du willst das DDR-Gesundheitssystem nicht in Schutz nehmen, sondern du willst nur darauf hinweisen, dass die Westler ein ziemlich schräges Bild hat. Total, ja. Und die haben dich dann auch entsprechend behandelt, als kämst du aus der dritten Welt. Oder als wirrigter Bittsteller. Ich habe jetzt zu denselben Bedingungen gearbeitet wie die Westberliner. Konnte ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, habe mich dann aber relativ schnell durchgesetzt. Mhm. Als 2015 die Flüchtlinge kamen, da haben die Leute gesungen, Freude, schöner Götterfunken. Habt ihr gesungen? Nee, eher zurückhaltend, beobachtend würde ich es nennen. Also kann ja nur für mich sprechen. Oliver, du hast immerhin gehört, wie jemand Deutschland, Deutschland gerufen hat. Ja. War eine anekdotische Szene auf dem Kudamm in jener Nacht, das ist richtig. Und gab es sonst Sprechchöre? Nicht, habe ich nirgendwo gehört. Ich habe nichts Nationalistisches gesehen. Ich war aber am Abend des 10. November vom Rathaus Schöneberg. Da hat Kohl gesprochen, Richard von Weizsäcker und Walter Mompert. Es war eine riesige Menschenmenge aus Ost und West vom Rathaus Schöneberg. Und dann wurde nach den Reden zur Maueröffnung wurde von den Politikern die Nationalhymne angestimmt. Ohne Instrumentalbegleitung. Die Politiker, die da standen, haben angefangen zu singen, haben gehofft, die Masse stimmt ein, Einigkeit und Recht und Freiheit. Und das ging unter in einem gigantischen Pfeifkonzert. Und die Taz
die ich ja damals abonniert hatte. Ich war auch ein bisschen links unterwegs. Der hat das so gut gefallen, die hat dieses Nationalhymne untermalt von einem Five-Konzert auf Platte gebannt und hat die am nächsten Wochenende oder zwei Wochen später den Zeitungen beigelegt. Das zur Illustration, wie wenig, ich sag mal, patriotisch, national man gedacht hat. Ist aber von beiden Seiten Patriotismus oder ein gesundes Nationalgefühl über viele Jahrzehnte so hart abtrainiert. Also in der DDR habe ich die Nationalhymne, also unsere, nicht einmal gesungen. Und die jetzige Nationalhymne habe ich nach vielen, vielen Jahren bei einem Abend, wo ich bei einer Burschenschaft zu Besuch war, als Gast. Da habe ich das erste Mal die Nationalhymne gesungen und fand es auch irgendwie komisch. Nicht unangenehm, aber... Ja gut, jetzt musst du ja bei jedem Satz abklären, ob es vielleicht mal ein SS-Leitspruch war oder ein SA-Gürtelspruch oder so. Das ist ja mittlerweile so. Aber das Gefühl hattest du damals schon, dass man das hinter vorgehaltener Hand singen sollte? Ja, ja. So eine Villa in Zehlendorf, wenn die Nachbarn das hören, da wird ja gleich wieder eine Nazi-Geschichte draus gemacht. Das war in welchem Jahr? Vor 5-6 Jahren. Und das war deine erste Begegnung mit der deutschen Nationalhymne? Fand ich auch komisch, aber hatte vorher nie drüber nachgedacht. Ein Wort zur Becherhymne. Seit der Entspannungspolitik durfte die nicht mehr gesungen werden, weil der Text lautet Deutschland einig Vaterland. Die wurde immer nur instrumental gespielt. Und nach der Wende hat der Deutsche Fernsehfunk der DDR zum Sendeschluss die gesungene DDR-Hymne angefangen zu spielen. Mhm. Und da wurde die zum ersten Mal wieder gesungen. Weil man sich da schon auf die nahende Wiedervereinigung so ein bisschen eingestellt hat. Gut, wenn ihr nun selber keine Hymnen hattet, ihr hattet aber dennoch wahrscheinlich Musik im Ohr. Und es gab ja auch Musikstücke, die zum Thema Deutschland, Ost und West was zu singen und zu sagen hatten. Hattest du solche Lieder im Ohr? Kanntest du den Sonderzug nach Pankow? Den kannte ich natürlich, aber ich fand den Sänger schon immer sehr unsympathisch. So. Ja, ein abgewrackter alter Mann mit einem Alkoholproblem. Und als das Lied aktuell war, fand ich es auch unpassend, das so lustig, die Teilung. Mhm. Also das war einfach am Thema vorbei. Das war überhaupt nicht meine Richtung und auch die kritischen Liedermacher, die ja zum Teil gute Texte hatten. Das wäre meine nächste Frage, Wolf Biermann, kanntest du das? Auch immer unsympathisch, immer von oben herab. Außerdem hat er sich mit so vielem linken Pack abgegeben. Er war Kommunist in Opposition zur DDR-Führung. Ja. Das mag sein, aber selbst die Liedermacher in der DDR, Kraftschick oder so, ich fand die immer ein bisschen zu weinerlich und dann haben sie ja auch diese Unprofessionalität so vor sich hergetragen. Die kamen dann immer bloß mit so einem Eierschneider, der schlecht klang und also mir lag die ganze Szene nicht. Ja, und wie war es bei dir, Oliver? Ich war Biermann-Fan. Ja. Ich habe seinen Glauben an den Kommunismus überhaupt nicht geteilt. Ich war auf Live-Konzerten, als er am besten war, 4-mal. Jedes Mal auf diesen Konzerten wurde er angefeindet von orthodoxen Linken. Und er hat sich grandios aus der Affäre gezogen und hat die argumentativ niedergerungen. Das war ein Vergnügen, ihm zuzuhören. Ich finde, das schönste Lied über die deutsche Teilung, da hat er verfasst, ich möchte am liebsten weg sein. Ich habe das Lied geliebt. Ich finde, Reinhard May hat aber lange nach dem Mauerfall ein schönes Lied über Deutschland geschrieben, Mein Land. Ich wurde als Jugendlicher sehr häufig mit Reinhard May gequält, weil meine Schwester ein großer Fan war. Aber als Erwachsener habe ich angefangen, den sehr zu schätzen. Mhm. Der hat Humor, spitz, finde ich, also finde ich ein ganz toller. Schöne Sprache. Ja. Ist sich treu geblieben über die Jahrzehnte. Spätestens im Frühjahr, als die Wahl, die entscheidende Wahl, schon vorbei war, wo klar war, in welche Richtung das geht. Das geht in Richtung Vereinigung und es geht in Richtung Währungsunion. Habe ich die Stimmung in Berlin als leicht depressiv wahrgenommen. Aha. Und da würde mich jetzt auch von Tom interessieren, ob der das im Osten auch so wahrgenommen hat, dass im Frühjahr 1990 von dieser Maueröffnungsfreude wenig übrig geblieben war. Ja, die Euphorie war deutlich vorbei. Denn gab es noch Phantasten, die irgendwie eine bessere DDR, aber autonom dachten oder erhofft haben, was natürlich mit der wirtschaftlichen Lage überhaupt nicht ging. So eine Zone mit so einem Pseudosozialismus hätte nicht geklappt. Dann gab es ja viele, die gesagt haben, war nicht der richtige Sozialismus. Wir versuchen es jetzt nochmal mit anderen Maschinengewehren. Halte ich auch für Blödsinn.
Und dass die gesagt haben, ja, irgendwann wird das Geld hier das Wichtigste sein. Die hatten ja im Positiven wie im Negativen recht. Aber ich war eher in der Stimmung, erstmal möglichst weit weg von den Zuständen, die wir in der DDR hatten. Also, dass die zur Rechenschaft gezogen werden. Gut, hat nicht geklappt. Im Senat sitzen sie heute noch. Aber dass man möglichst schnell Fakten schafft, dass wir nicht zurück können. Das war so mein Antrieb. Also ich war damals, ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber war eigentlich SPD-nah und war dann völlig entsetzt, dass die sofort kritiklos mit der SED ins Bett gegangen sind und keine Aufarbeitung ist. Das war deine Enttäuschung dabei? Ja. Und was war deine, Oliver? Es gab eine kurze Phase, wo es sehr stark in der Öffentlichkeit um Verbrechen ging, die in der DDR begangen wurden. Und das hörte nach der Vereinigung am 3. Oktober 1990 ziemlich schnell auf. Dann ging es um andere Themen. Dann kam nämlich das Thema Skinheads, ausländerfeindliche Ausschreitungen. Das beherrschte die Schlagzeilen. Die Baseballschlägerjahre. Da begann damals schon so ein Kampf gegen rechts, den wir ja heute bis zum Exzess führen. Ich dachte, Moment mal, die Skinheads, das sind ja die Kinder der SED-Funktionäre. Das sind ja die Gewächse aus DDR-Eigenproduktion. Die ausländerfeindlichen Ausschreitungen, das fußt doch auf diesem völlig verlogenen Internationalismus der SED, wo sie Völkerfreundschaft predigen und ihre Vertragsarbeiter aus Angola und aus Vietnam kasernieren und den Kontakt zur Bevölkerung überhaupt nicht ermöglichen. Unterbinden. Unterbinden. Vietnamesinnen durften nicht schwanger werden. Ja, Kubanerinnen hatten mir auch die richtigen Probleme hatten, wenn sie schwanger wurden oder wenn ein kubanischer Mann in der DDR ein Kind gezeugt hat, was wohl relativ häufig vorkam. Der wurde sofort ausgewiesen, musste zurück nach Kuba. Wenn du Jude warst, musstest du abschwören oder bist eben nichts geworden, konntest keine Karriere machen. Der Einzige war eben der Wolf, der Heimdienstchef. Aber gut, der hatte vermutlich von so vielen die Leichen im Keller gesehen, dass er sich oben halten konnte. Aber ansonsten war die SED und die Linke extrem antisemitisch, ausländerfeindlich. Gerade die Schwarzafrikaner wurden als Bimbos behandelt. Als Ungeziefer. Die wurden wirklich Ungeziefer genannt. Ja. Hast du selber was erlebt von diesen Baseballschlägerjahren? Nee. Du hast es vorher schon gespürt, dass das schon eine Stimmung war. Dass es dahin umschlagen würde, habe ich nicht bemerkt. Nee. Also Neonazis waren in der DDR eigentlich kein Thema. Die Skinheads oder diese Rechten, natürlich gab es die. Ich habe aber damals schon gedacht, wo ist die Auseinandersetzung der Linken, die die DDR idealisiert haben? Die fand nicht statt, aber was stattfand, es kamen schon 91 Demonstrationen im Vereinigten Deutschland, wo ich mich entsinnen kann an ein Transparent, an viele solche Transparente. Liebe Ausländer, bitte lasst uns mit diesen Deutschen nicht allein. Ach, ja. Und ich glaube, da kam der Impuls, oh Gott, das kriecht wieder aus den Löchern, die Nazis kriechen wieder aus den Löchern im Vereinigten Deutschland. Wir müssen hier möglichst viele Ausländer reinholen, um dem entgegenzuwirken. Und ich glaube, dass das der geistige Nährboden ist für diese Politik der offenen Grenzen. So, Tom, wie siehst du jetzt im Rückblick die Ereignisse? War die Wiedervereinigung ein Erfolg? Sie war richtig und notwendig und von vielen auch sehr ersehnt. Es gibt nach wie vor sehr viel zu kritisieren, aber ich halte eben dieses politische und wirtschaftliche System für bei weitem nicht perfekt, aber mir ist noch kein besseres begegnet. Und ich habe nicht einen Tag die DDR zurückgesehnt. Und wie ging es dir, Oliver? Mein Vater kommt aus Potsdam. Ich glaube, er steht stellvertretend für die Generation meiner Väter, meiner Eltern. Für viele war das ein Lebenstraum. Und die waren überglücklich. Für die hat sich da ein Lebenstraum erfüllt. Ja, meine Eltern waren überglücklich. Ja. Mehr als ich. Ich finde, dass der 9. November eigentlich ein würdiger Nationalfeiertag gewesen wäre. Das war ein wunderbarer Tag, ein Tag, wo Freudentränen geflossen sind. Und ich stelle heute fest, dass dieser Tag keine Bedeutung hat. Wir haben keinen Nationalfeiertag. Der 17. Juni ist abgeschafft und der 3. Oktober ist ein Verwaltungsakt. Ich hätte den 17. Juni auch lieber erhalten. Also da habe ich emotional, obwohl ich ja nicht dabei war, eine viel größere Bindung als am 3. Oktober. Ich glaube, niemand hat zum 3. Oktober irgendeine emotionale Bindung. Niemand. Nee, da wird geguckt, ob es ein Brückentag ist und das Wort. Genau. Wir haben keinen Nationalfeiertag und die Freude von diesem Tag wird nicht gefeiert. Und das finde ich traurig.
Okay, dann machen wir das jetzt. Wir feiern jetzt im kleinen Kreis, so unter uns dreien feiern wir jetzt ein bisschen, auch ohne Rotkäppchen-Sekt. Und für diese kleine Feierlichkeit bedanke ich mich bei Tom Martin und Oliver Zimski. Herzlichen Dank, ihr beiden, für eure Reportagen direkt vor Ort, für das, was ihr erlebt habt. Und ein bisschen habt ihr zurückgebracht von der Stimmung und auch von den Gefühlen damals. Und jetzt sage ich einmal zusammen Prost. Prost. Vielen Dank für die Einladung. Schönen Dank. Ja, vielen Dank. Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Eine Sendung in dieser Art können Sie auf Kontrafunk jeden Sonntag hören, um 15 und um 21 Uhr nach den Nachrichten. Am Montag werden die Folgen um 8 und um 11 Uhr wiederholt und sie werden sogleich archiviert und als Podcast zur Verfügung gestellt, sodass Sie die nachhören können, wenn Sie gerade Zeit haben. Womöglich mögen Sie weitere Folgen zu dem Thema hören, zum Beispiel das Gespräch mit Vera Lengsfeld, die 7 ist eine Glückszahl, oder mit Michael Klonowski, was macht das Leben lebenswert, oder mit Olaf Prüfer unter dem Titel Mit den Rolling Stones, raus aus der alten DDR, rein in eine neue. Oder die beiden Folgen mit Jörg Drieselmann, In der Lüge leben und Auch die Wahrheit kann Hetze sein. Oder mit Uwe Nolte, der über Grenzerfahrungen spricht. Oder mit Dietmar Püschel, der uns eine Hymne für ein wirklich vereintes Deutschland anbietet. Oder mit Paul Bartsch, der vom alten weißen Mann und dem Ostalgieblues erzählt. Oder mit Bernd Zeller, der sein Buch Frechheit vorstellt. Sie merken schon, liebe Hörer, das Thema geht mir selber nahe und Sie werden noch mehr dazu in den aufgezeichneten Gesprächen finden und in denen, die noch kommen werden. Diesmal habe ich mit Tom Martin gesprochen und mit Oliver Zimski, der uns schon den Sänger der polnischen Seele, Jacek Kaczmarski, vorgestellt hat. Wir haben über die Ereignisse am 9., 10. und 11. November 1989 gesprochen und darüber, wie es danach weiterging. Wir haben keinen Sänger der deutschen Seele. Wolf Biermann hat die Gefühle der Wiedervereinigung in seiner gefürchteten Kunst der Dialektik für Fortgeschrittene auf die Formel gebracht. Ich möchte am liebsten weg sein und bleibe am liebsten hier. Außerdem hat er gesagt, ich erlebe die Wiedervereinigung wie ein brutales Rührstück, eine geklotzte Liebesheirat. Der Wohlstandsmichel, ein hässlicher Bo, heiratet sein elendes, verprügeltes Cousinchen aus dem Armenhaus. Das will ich nicht so am Schluss stehen lassen. Wir hören zum Ausklang ein Lied von Dirk Michaelis und der Gruppe Karussell. Marie, die Mauer fällt. Gleich zu Anfang werden wir an die Winterreise von Heinrich Heine erinnert. Und dann heißt es, die Mauer fällt. Wir kommen uns näher und näher. Die mit den Träumen und die mit dem Geld. Damit verabschiede ich mich. Haben wir nicht alle zu wenig Geld und zu viele Träume? Also dann. Kommen wir uns näher. Herzlich, Ihr Bernhard Lassahn. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag. www.kontrafunk.radio